Hallo liebe Enthusiasten, heute stellen wir euch wieder einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum perfekten Lackbild vor. Im vorangegangenen Video, dem Pre-Waxing mit McMyers Ultimate Polish, haben wir euch gezeigt, wie ihr eine spiegelnde und glatte Oberfläche erzeugt. Heute geht es darum, wie ihr diesen Zustand möglichst lange erhalten könnt, indem ihr die Oberfläche versiegelt. Als erstes stellt sich für euch die Frage, welches Produkt zur Versiegelung nehmen wir. Wir unterscheiden zwischen zwei Produktkategorien, das eine sind überwiegend natürliche, Kanauberwachse, das andere sind teilsynthetische oder vollsynthetische Produkte. Wie schon kurz thematisiert, führen wir bei McMyers zwei verschiedene Konzepte. Zum einen unsere Produktgruppe an hochwertigen natürlichen Wachsen und zum anderen unsere Produktgruppe an Hightech-vollsynthetischen Produkten. Unsere Produktgruppe der natürlichen Wachse ist besonders empfehlenswert auf dunklen Lacken. Diese erzeugen einen warmen und tiefen Glanz. Unsere Produkte aus der Synthetikabteilung erzeugen einen spiegelnden Glanz und überzeugen mit einer etwas höheren Standzeit. Konzentrieren wollen wir uns heute auf zwei sehr unterschiedliche Produkte. Zum einen unser Testsiegerprodukt, unser Gold Class Kanauberwachs aus der Produktfamilie der natürlichen Wachse und zum anderen unser fortschrittlichstes Wachs, unser Ultimate Wax aus der Produktgruppe der vollsynthetischen Produkte. Welches dieser Produkte ihr letztendlich verwendet, ist reine Geschmackssache und Sache der Handhabung. Wenn ihr gerne mit einer Poliermaschine arbeitet, empfehlen wir euch die flüssige Variante. Wenn ihr das Produkt lieber mit der Hand auftragt, verwenden wir gerne den Paste Wax. Thema Standzeit und Effekt ist bei beiden Produktgruppen gleich. Da habt ihr keinen Unterschied. Es ist reine Geschmackssache und Sache der persönlichen Vorliebe. Wir werden nun beide Produkte am Fahrzeug anwenden. Wir nutzen sowohl die Paste-Form als auch die Liquid-Form des jeweiligen Produktes. Damit wir da einen besseren Unterschied sehen können, werden wir Teilbereiche dieser Motorhaube abkleben. Kommen wir nun zu unserer Anwendung. Im oberen Teil unserer beiden Raster werden wir mit der Gold-Class-Variante arbeiten. Im unteren Teil des Rasters werden wir mit der Ultimate-Serie arbeiten. Ein häufiges Problem bei der Anwendung ist die richtige Dosierung. Grundsätzlich gilt bei McMyers weniger ist mehr. Wenn ihr zu viel des jeweiligen Produktes auftragt, habt ihr Probleme in der Standzeit, in der Trocknungszeit und in der Ausarbeitung des jeweiligen Produktes. Dies führt auch nicht zu einem besseren Ergebnis. Es ist eine komplette Materialverschwendung und überhaupt nicht notwendig. Fangen wir nun an mit unserem Gold Class Paste Wax. Nehmt dazu das beigelieferte Applicator Pad aus der Verpackung und dreht das Applicator Pad ein paar Mal hin und her in der Dose. Dadurch erzielt ihr einen gleichmäßigen Auftrag auf dem Pad. Etwa so. Streift die Überschüsse ein wenig ab und tragt das Produkt in Kreisbewegungen auf der Oberfläche auf. Die Anwendung des Ultimate Wax funktioniert exakt genauso. Wenn ihr die Liquid-Produkte per Hand anwendet, könnt ihr wunderbar unsere Applicator-Pads benutzen. Vor dem Auftrag gut schütteln. Und die Menge einer Haselnuss reicht vollkommen aus. Der Grund, warum ihr diese Produkte in Kreisbewegung auftragen könnt, liegt daran, dass diese Produkte keinerlei abrasiver Körper beinhalten. Das heißt, dadurch könnt ihr keine neuen Kratzer verursachen, sondern kommt durch die Kreisbewegung tief in die Lackporen und könnt das Produkt wunderbar verteilen.
Kommen wir nun zur Ausarbeitung unserer Wachsreste. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit genügen 5 bis 10 Minuten der Einwirkzeit, um das Produkt anschließend rückstandsfrei auspolieren zu können. Dazu machen wir den Fingertest. Ziehen mit dem Finger über die Oberfläche. Und wenn wir unter der Oberfläche keinen Film mehr sehen, können wir das Produkt wunderbar auspolieren. Okay. Hervorragend dafür geeignet sind unsere McGuire's Ultimate Wipes. Diese ermöglichen es euch, mit möglichst wenig Aufwand die Produktreste wunderbar runterzuholen. Nach dem Auspolieren ist dies nun euer fertiges Ergebnis. Eure Lackoberfläche ist jetzt für mehrere Monate gegen schädliche Umwelteinflüsse geschützt. Je nachdem, wie ihr euer Fahrzeug in Zukunft pflegt, könnt ihr die Standzeit entsprechend noch verlängern. Was ihr da beachten müsst und wie ihr das machen könnt, zeigen wir euch in unserem nächsten Video. Liebe Enthusiasten, das war unser heutiges Tutorial zum Thema Lackversiegelung mit McGuire's Gold Class Canauber und Ultimate Wax. Wie immer freuen wir uns über eure Likes und Kommentare, abonniert unseren Kanal und keep on shining!